aus. Ja, hallo liebe Fans der Fußball-Ecke, ist endlich wieder soweit. Heute erstes Heimspiel unserer ersten Herren gegen Heidmark. Bei mir Trainer Kai Döll. Kai, du hast es in der Zeitung schon geschrieben. Nach so einer Vorbereitung weiß man halt gar nicht, wo man steht, oder? Nee, absolut nicht. Plätze waren die ganze Vorbereitung über gesperrt. Wir haben jetzt letzte Woche die ersten zwei Einheiten auf dem Platz gemacht, in 6 Wochen. Also wirklich, jedes Team hat das. Ich habe eben gerade auch nochmal mit dem Trainer von Heidmark gesprochen, die hatten das nicht anders. Ist halt echt schwierig, aber ja, müssen wir durch. Genau, müssen wir durch, und vielleicht hat es ja auch was Positives. Die Jungs sind richtig heiß auf dem Ball, richtig heiß auf dem Spiel. Für uns, ja, ein Spiel von, ich würde sagen, zwei gleich starken Mannschaften. Bei Heidmark der absolute Top-Scorer der Kreisliga. Aber unser Jonas Erfurt, denke ich, weiß Bescheid, oder? Ja, Johnny kennt ihn schon ganz gut und ich denke, er kennt Johnny auch ganz gut. Da mache ich mir nicht so große Sorgen. Ich halte viel von Jonas und deswegen, mir ist es egal, wer da kommt. Das ist mir egal. Jonas, auch unser neuer Kapitän. Ne? Genau. Also richtig. Mit dem Kapitän Jonas gehen wir hier heute aufs Spielfeld. Mit aufs Spielfeld gehen unsere beiden Neuzugänge, Finn Krutsch und Marek Thoman. Beide in der Startelf und wir beide versprechen uns viel von den beiden, ne? Ja, sehr. Also die Trainingseindrücke waren durchweg positiv. Sicherlich, das ist auch der Vorbereitung geschuldet. Wir konnten halt nichts probieren. Wir wissen nicht genau, wie es läuft. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Fischen im Trüben, irgendwie mal gucken, was passiert. aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Jungs sind gut in die Mannschaft aufgenommen worden. Und ich mach mir da nicht so Gedanken, dass es nicht läuft. Also, starker Gegner. Nichtsdestotrotz, wir spielen hier am Munsterweg und hier hinter uns hängt das Banner Niemand siegt am Munsterweg. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Szenen. Heute an der Kamera für euch mein Sohn Yannick und wir sehen uns dann nach dem Spiel. Ciao. Ciao. Geiler Ball. Komm, komm, komm. Hey. Wo bist du?